Fasten ist Brüderlichkeit. Allah subhanahu wa ta'ala hat das so gemacht, dass man im Fastenmonat Ramadan viele Taten der Brüderlichkeit macht, liebe Geschwister. Deswegen beten wir Tarawih auch in Gemeinschaft von der Sunna des Propheten alaihi salatu wasalam und der Sahaba radiallahu anhum. Man betet Tarawih in der Gemeinschaft. Man lädt andere ein zum Iftar und man bekommt dieselbe Belohnung. Man betet zusammen Qiyamul Layl. Man macht zusammen die Umrah im Ramadan. Man macht I'tikaf, man zieht sich zurück in den letzten 10 Tagen. Ja, mit anderen Muslimen, mit seinen Geschwistern im Islam, so wie der Prophet es gemacht hat. Und die Sahaba radiallahu anhum, die Frauen des Propheten. Ja, alles zusammen in einer Gemeinschaft. Es ist ein Monat der Gemeinschaft und der Brüderlichkeit, der Geschwisterlichkeit. Ja. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass wir diese Brüderlichkeit auch praktizieren und dass wir nicht das Gegenteil machen. Zum Beispiel, wie manche Leute und manche Gruppierungen, dass sie sich streiten und dass sie Hass und Hass schüren gegen ihre eigenen Geschwister, nur wegen der Anzahl, die man betet in der Nacht, im Tarawih. Denn der Prophet, ﷺ, ja, wie im Hadith von Aisha, er pflegte meistens 11 Raka'a zu beten, also 8 Raka'awit, 8 Raka'a, 8 Einheiten Raka'ats für das Tarawih-Gebet zu verrichten und 3 für Witr, also 11 Raka'a. Aber der Prophet, ﷺ, wie er authentisch überliefert wurde, hat auch 13 gebetet. Die Sahaba radiallahu anhum, unter ihnen Umar ibn al-Khattab, der Prophet sagte, haltet euch fest an meiner Sunna und der Sunna der 4 rechtgeleiteten Kalifen, also auch Uthman, Umar radiallahu anhum, haltet euch an ihrer Sunna fest, hat der Prophet alaihi salatu wasalam gesagt, Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali radiallahu anhum ajma'in, ja, haltet euch fest an meiner und an ihrer Sunna auf unserem Weg. Ja. Und Umar hat zum Beispiel, oder in der Zeit von Umar radiallahu anhum, haben sie auch zum Beispiel 23 gebetet, also 20 Raka'a plus das Witr-Gebet verrichtet. So ist die Anzahl der Raka'ats an Witr, die man betet, oder Tahajjud oder Qiyamul Layl, ist kein Grund dafür, andere Muslime als Irregegangene abzustempeln. A'udhu billah, das zu tun, das ist Irregehen. Und das ist extrem. Und das ist nicht vom Islam und nicht von der Sunna. Deswegen, liebe Geschwister, der Monat von Ramadan ist ein Monat der Brüderlichkeit. Dass man nett und freundlich und großzügig ist zu seiner Familie und zu den Muslimen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns der Sunna folgen lassen. Wassalamu alaikum.